Hallo Filmfans, willkommen zu einer neuen Montagsreview hier auf Review Entertainment und heute bewegen wir uns mal in französische Genregefilde mit Franck Richards Regiedebüt Die Meute aus dem Jahre 2010, ist eine französisch-belgische Co-Produktion und wurde unter anderem von Franck Ribéry produziert, der auch schon bei Inside seine Finger im Spiel hatte. Der Name des Films ist schnell erzählt, es geht um die junge Charlotte, die irgendwo in der Gegend, in der Ödnis auf dem Land, herumfährt und den jungen Max als Anhälter mitnimmt. Die beiden halten dann in der Raststätte von Mrs. Lashback, denn dort will Max mal kurz auf die Toilette gehen. Allerdings taucht er nach ein paar Minuten nicht mehr wieder auf und die junge Frau macht sich natürlich dann Sorgen um seinen Verbleib. In der darauffolgenden Nacht bricht sie in der Gaststätte von Mrs. Lashback ein und erlebt dort ihr blaues Wunder. Die Meute ist kein klassischer Terrorfilm der Marke Inside oder Frontiers, sondern in erster Linie ein überaus skurriler, schwarzhumoriger Genre-Mix, der ja anfangs mit sehr vielen Fäkalwitzen daherkommt und sehr sprunghaft ist, was auch die Handlung angeht und daher auch teilweise sinnlos erscheint. Franck Richard hangelt sich hier von einem Genre zum anderen. Es gibt Thriller-Elemente, es gibt Torture-Porn, aber es gibt auch Backwood-Horror. Nur das Terror-Element ist hier leider ja sehr klein ausgefallen und der Film stützt sich mehr auf seine absurde, morbide und makabre Atmosphäre, die vor allem von wirklich extrem schrulligen Charakteren durchdrungen ist. Und zu denen gehört natürlich auch ein gewisser Mr. Julienski, der wirklich erstklassig und witzig gespielt wird von Philip Nahon, den die meisten wohl kennen werden als Psychokiller aus High Tension und der hier so eine Art Hobby-Columbo ist. Jolande Moreau als Mrs. Lashback und Emile Dequen, die ich noch am besten in Erinnerung habe aus Pack der Wölfe, machen ebenfalls eine gute Figur, auch wenn die Charaktere nicht wirklich tiefgreifend ausgefallen sind und die Story gibt eigentlich auch nicht viel her. Der Sinn des Ganzen ergibt sich nicht wirklich, aber dafür macht der Film sehr, sehr viel Spaß. Auch wenn der Film aufgrund vieler PR-Phrasen, die sich auf Inside beziehen, unter einem ordentlichen Druck zu leiden hat, was die Erwartungshaltung vieler Genrefans angeht. Daher sollte man die Erwartungen ordentlich nach unten schrauben und man könnte mit dem Film durchaus seinen Spaß haben. Mir hat er auf jeden Fall sehr gut gefallen, was nicht nur daran liegt, dass Philip Nahon sich in einer total sinnlosen Szene Bleistifte in Nasen und Ohren steckt oder ein gefangen gehaltener Japaner in John Wayne umgetauft wird, sondern auch aus der Konsequenz, die auch das wirklich überraschend fiese Ende bringt. Immer wieder wird der Film von kleineren Twists durchdrungen. Handwerklich kann er sich auch sehen lassen, obwohl man an einigen Ecken bekannt merkt, dass das Budget wirklich nicht groß war, um es mal genau zu sagen. Gorehounds und Splatterfans kommen nur bedingt auf ihre Kosten. Hin und wieder gibt es mal vereinzelt blutige Effekte zu sehen. Allerdings sollte man hier keine Blutgrätsche à la Inside oder Frontiers erwarten. Von mir bekommt der Film gute 7,5 von 10 Punkten. Bei dem Kauf der DVD bzw. Blu-ray sollte man natürlich aufpassen. Im Verleih ist der Film uncut erschienen mit einer leichten JK und im Handel kommt eine FSK 18 Version, die über 2 Minuten gekürzt ist. Obwohl ich diesmal diese hohe Freigabe für die uncut Version nicht nachvollziehen kann. Da gibt es weitaus schlimmere Filme, denn im Gegensatz zu Inside gibt sich die Meute teilweise richtig zahm. Auch wenn er viel Atmosphäre hat, er setzt halt mehr auf Humor und ist daher auch weniger ernsthaft anzusehen. Das war's auch wieder hier am Montag auf Review Entertainment mit Die Meute von Franck Richard. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Sinon, je repars mon lino avec le jus de tes couilles. Ça te fait marrer?